Willkommen wieder zurück zu Shellshock Live mit dem Lars. Guten Tag, Lars. Hallo. Hi. Wir spielen heute wieder Marksman. Ich habe voll gegen mein Mikrofon gehauen. Blutiger Anfänger. Ja, jedenfalls spielen wir heute mal wieder hier ein bisschen Dingsterbumster, ein bisschen Marksman. Und zwar spielen wir wieder nämlich darum, dass derjenige, der es natürlich schafft, das Ding hier zu gewinnen, der darf in der nächsten Runde dem anderen sagen, wie er sich selber Schaden zufügen muss, um halt eben einen Vorteil zu haben in der nächsten Runde, um die dann halt eben zu holen. Ja? Unterscheiden können sie uns durch den hässlichen runden Panzer von Lars oder so und natürlich mit meinem eckigen, super tollen Panzer. Soll ich mal alles auf alles setzen? Soll ich mal was richtig Gewagtes machen? Willst du den Gewagtes... Oh, Junge, den Mond! Ja. Alter, Vater, ey, du hast mir den Mond richtig abgehauen. Ich hab auch den Mond, aber ich hab mich das nicht getraut, mach Alter. Mach den Mond nicht. Junge, der war zu hart, der Mond. Das war wirklich ein bisschen zu heftig gewesen. Aber man muss auch sagen, also fälschlicherweise muss ich jetzt sagen, dass der Schuss, den du gerade eben hattest, der war echt hart für den ersten Schuss. Also schon richtig hart. Guck mal, was ich hier die ganze Zeit für Schrott bekomme. Das ist ja total easy, ey. Guck mal, ich kann hier ganz gechillt jetzt einfach den hier machen und treffe halt die ganze Zeit. Ich musste mich nicht einmal irgendwie umdrehen. Wir müssen noch als kleinen Funfact sagen, wir haben wieder verdammt spät, Leute. Wir nehmen Shellshock immer nachts auf. Immer. Das ist unser Ritual einfach. Ja, mittlerweile das ist so cool. Schon. Aber den treffe ich nicht. Ich glaube, den treffe ich nicht, Mann. Zeig mal, komm, den kriegst du hin. Vielleicht kannst du sogar den Teleporter mitnehmen. Komm, es geht darum, in der nächsten Runde sich selber Schaden zuzufügen. Oh, Mensch. Oh, doch, mit dem ersten sogar. Mit dem ersten, Alter. Richtig gut, ey. Das ist deine Freesha, Junge. Tust mir so leid, Lars. Du hast voll einfache Schüsse. Ey, richtig die easy Schüsse. Ey, ich hab sogar... Oh, yo, aber der ist auch nicht schwer, ne? Aber dafür hattest du schon richtig hart auf der ganz anderen Seite der Map. Vielleicht mache ich einfach mal den hier. Den habe ich noch nie getroffen. Noch nie. Den Hoverball? Ja, Mann, der Hoverball ist so... Der ist eigentlich ganz fresh, muss ich sagen. Ja, aber der Hoverball, wann trifft man denn den Hoverball? The hoverball. I would say the hoverball you can treff every we'll time. We'll make a holiday. Oh nein, and we'll make the holidays in Dubai. Fängt schon wieder an, gell? Ja, Mann, Alter. Die Müdigkeit setzt wieder ein. Nein, hey, ich bin eigentlich gar nicht müde. Pixel? Pixel ist voll hart, Alter. Weißt du, wie viel Damage das macht? Ich hab das auch mal gehabt. Ey, das macht über 45 Damage, glaube ich sogar. Oh, cool sah das aus. Einfach so ein... Ich glaube, ich ziehe hier einfach den Hoverball so durch. Oh. Das war jetzt gerade ein Hoverball, ey. Das hätte richtig in die Hose gehen können, wäre der gehovert, ey. I'm a shuffle like a hoverball. Dum, 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 dum. Erkennst du das? Das Lied habe ich in Dubai-Vlog benutzt. Ich habe das nur, glaube ich, 1000 Mal gehört, als du dein Video geschnitten hast. Als ich das hast. Geschnitten habe damals, gell? I'm a shuffle like a hoverball. Dum, dum, das treffe ich dum, nicht, Mann. Oh, Junge, Mama. Lars, ey. Du machst mir echt das Leben schwer, Junge. Ich hab gar nicht mehr so... Junge, ich muss den Moon für mich... Ey, ich hab dreimal den Moon, gell? Dreimal habe ich den Setz einfach. Den Moon. Junge, auf Setz keinen ihn. Fall. Das wird sonst richtig in die Hose gehen, ey. Oh, oh, Lars. Ja. Oh, du hast einen leichten Schuss. Einen richtig easy Schuss hast du bekommen. Ich muss noch gucken, was hast du... Also, ich habe noch ein paar Geheimattacken. Ich glaube, wenn nichts hilft, dann muss ich den Moon benutzen, ne? Und hoffen, dass der Moon mir hilft in meiner schweren Zeit. Vielleicht hätte ich nicht den Counter einsetzen sollen gerade. Den Counter? Das war vielleicht doch nicht so eine intelligente Idee. Aber was ist man von ich mir Ich habe jetzt die Palme, das war es eingesetzt. Oh, die Palme. Die gute alte Palme. Oh, Junge, stell dir mal vor, ich müsste das treffen. Aber Lars, ich glaube, das ist vorbei für dich, Junge. Den triffst du nicht. Entweder der Moon oder nichts, Junge. Moon oder ich hab nichts. Ich habe keinen Moon mehr. Lass mich mal kurz. Ich habe noch 3 Moons, ey. 3. Aber also ich würde dir echt empfehlen, durchs Portal zu schießen. Und zwar Warte, durchs Orange, lass mich ne? mal gerade konzentrieren. Nee, durchs Orangen ist dumm. Ja, warum? Ich versuche Wenn du durchs Blaue schießt, dann ist es komplett keine Zeit vorbei. Mehr, ich habe keine Zeit mehr. Ja, dann musst du schießen. Tu es! Ich schieße durchs Blaue. Boah, Junge. Junge, Nein! richtig bad. Boah, stell dir vor, der wäre höher geflogen. Aber in der nächsten Runde muss ich also Lars selber verletzen. Aber Leute, ihr habt gesehen, es war wirklich schwierig. Ja, müssen wir mal gucken, wie sich Lars jetzt damit schlägt, sich in der nächsten Runde selber zu verletzen. Und ich darf aussuchen, welche Waffe. Bis zur nächsten Runde. Yeah. Okay, dokeli, mein lieber Roman. Ich hab gehört, da verloren. Muss sich jemand selber verletzen. Ich habe jetzt verloren, Was jetzt muss so ich mich selbst Waffen? Verletzen. Sag auf. Also, ich habe erstmal den allseits Bekannten. Aha, den allseits Bekannten. Hast auch den allseits Beliebten. Den allseits Beliebten habe ich auch. Also hast du eine Granate? Junge, hast du einen Pinpoint? Pinpoint habe ich noch nicht, glaube ich. Ich habe, glaube ich, noch gar nicht Pinpoint. Ich muss mich beeilen, was soll Boah, ich machen? Ich mich auch. Schieß dich mit einem Shot ab. Hast du einen Shot? Shot Horizon? Warte.
Sinkhole habe ich. Ich habe ein Sinkhole. Ja, mit uns irgendwas? Junge, du hast dich aber nicht verletzt, ey. Wieso? Hier, Lars, wie kann man das denn nicht hinbekommen, sich selber zu verletzen, Mann? Wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier, Mann? Sind wir hier im Kindergarten oder was? Soll ich einen Sinkhole auf mich werfen? Okay, ich werfe jetzt einfach einen Sinkhole, okay? Ja, werf einen Sinkhole und du kriegst von mir voll den Horizon rein, ey. Aber richtig brutal, ey. Junge, Junge, Junge. Das war eine gute Strafe, ganz schön flach, Alter. Hier unten. Hey, du hast ganz schön guten Damage eingesteckt, muss ich sagen, ey. Dafür gibt's erstmal einen Mini-Pinger. Ein Mini-Pinger. Was macht ein Mini-Pinger? Vorbei. Ich weiß echt nicht, was der Mini-Pinger macht. Weißt du, was der Mini-Pinger macht? Keine Ahnung. Ich schieß einfach mal die Der Mini-Pinger. Oh! Junge, 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 ey, du hast mich voll eingegraben. Ja, aber was hat denn der Mini-Pinger gemacht? Wo wird das gemacht, mein Freund? Ja, das ist ja der Wahnsinn, ey, du. Warte, oh, Leute, ich kann hier gar nicht entlangfahren, aber ich kann mich vielleicht was trauen. Soll ich es mich einfach trauen? Ich nehm den hier. Ich schieße da jetzt volle Möhre rein in dieses Portal. Wer hat das jetzt bei dir abprallen lassen? Ich nehme den guten Alten, du kriegst den vollen Alten. Oh, Junge, Digga. Junge, das ist der Double-Digga. Das ist ja voll Digga. Richtig witzig. Richtig Diggerig. Richtig Diggerig. So, ich glaube, ich muss jetzt hier einfach mal den allseits Bekannten auspacken, weil mir das hier langsam schon... Wird mir langsam schon zu kritisch, die Sache. Das wird dir ein bisschen zu bunt da, ne, die Sache. Wird mal zu bunt. Ich nehm und deswegen werde ich den allseits Bekannten ihn konvertieren in den allseits... Oh nein! Ja! Junge, ey, ich hab voll den allseits Beliebten abbekommen, ey. Oh Mann, Lars, es ist so schlimm, was wir machen. Was ist eigentlich Mini-Pinger? Hey, keine Ahnung, das ist so ein komischer Schuss, der richtig dünn ist. Aber ich glaube, wenn der trifft, dann macht er richtig Damage. Ja! Der allseits Bekannte hat mal wieder getroffen. Der Hast du gesehen, Bekannte. Was das gemacht hat? Richtig, ja, das komische so, das Item. Irgendwie so dünne. Ja, keine Ahnung. Lars, ich habe das Gefühl. Ich würde sau gerne mal den Moon schießen. Ich will mal unbedingt mit dem Moon treffen. Der unbedingt. Moon, macht der eigentlich viel Schaden, wenn der mal trifft? Keine Ahnung. Junge, das ist voll für mich vorbei. Weißt du was? Ich rette mich jetzt einfach aus der Situation. Ich rette mich Vielleicht treffe ich sogar den Schuss hier. Peter Zwegert. Oh. Boah, Junge, nicht schlecht, aber da kommt der Earthquake. Boom, baby. But like an earthquake. Du, 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 du. So, wir müssen jetzt einfach nur dafür sorgen, dass der Lars seine Probleme mit uns bekommt. Und ich würde sagen, Lars, oh, das, so. Das würde eigentlich schon reichen. Ich kann hier sogar volle Möhre durchziehen, habe ich das Gefühl. Junge, Junge, Lars, du kriegst jetzt voll was ab, aber voll. Ich glaube sogar, wenn ich das jetzt gerade mit meinem Geodreieck, was ich beim Spiel... LOL! Ja! Das war richtig schlecht. Lars, spielst du eigentlich hier die ganze Zeit mit Geodreieck? Ich habe gehört, du schummelst. Ich rechne genau den Winkel aus. Der Winkel ist drin, Junge. So. Junge, vielleicht Junge, nutze ich mal den hier und nutze die Macht, Roman. Du kriegst die Wahnsinnspalme von mir ab. Boah, Junge, die Palme hat voll... Oh, nein! Junge, 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 Junge! Oh, ich muss da der weg. Der Pixel sieht richtig cool aus, der Mann. Der sieht auch mega cool aus, ne? Und deswegen muss ich da eben kurz was machen und werde dann nochmal die Palme rausholen, damit die Palme dir auch mal kurz zeigt, wie das Spiel hier eigentlich funktioniert, du. Und zwar so. Ich hoffe, das dürfte jetzt eigentlich treffen. Weil ich habe jetzt schon mehrere Schüsse so gemacht und so ein bisschen herumprobiert und so. Ich probiere es mal mit dem hier. Nicht. Du hast jetzt deine Flugroute schon langsam gegenüber mir raus, ne? Das ist voll blöd für mich. Ah, die Palme trifft immerhin. Gut. Aber ich hätte auch fast den Hoverball hätte ich auch fast getroffen. Meinst du, I'm a shuffle like a hoverboard. I'm shuffle like a hoverball. Oh, ich hab Moons. Hast du auch Moons? Ich hab Moons schon die ganze Zeit. Wollen wir mal zusammen Moons? Ja, lass zusammen Moons benutzen. Auf geht's. 3, 2, 1, go, go. Junge! Alter, hast du den gesehen? Der Alter, an der Wand, das war gerade so schlimm, Alter. Diese hast du auch so richtig lustige Kurven jetzt eingezeichnet. Ja, es ist so cool, ey. Ich kenne jetzt deine Flugroute. Ich versuche jetzt einfach, I'm a shuffle like a hoverboard zu machen. Ich glaube, den triffst du eh nicht. Aber ich weiß, glaube ich, was ich benutze. Ich glaube, ich benutze die gute alte Banane. I'm a shuffle like a hoverboard. Junge! Nein! Oh, Junge! Alter, 50 hast du getroffen? Junge, aber richtig krank habe ich getroffen. Ich habe richtig den Hoverball getroffen. Junge, ich habe einfach noch einen Hoverball. Junge, 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 ey. I'm shuffle like a hoverball. Weißt du, was ich einfach mache? Ich mache, I'm a shuffle like a hoverball. Komm, 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 komm. Komm, trau dich. Guck, I'm a shuffle like a hoverball. Boah, du hast dich bewegt. Haha. Hab ich mal wieder gesehen, was du da gemacht hast. Das kann ja nicht sein, du. So. Ach, ich schnitt dein Ernst, du. Hast dich gerade eben wieder bewegt, ha? Denkst du, du bist also ja, ein schlaues Kerlchen hier? Oh, oh, der trifft auf keinen Fall. Das ist aber nichts gegen meinen Kaktus. Boah, Junge, der Knoa. Lol, Bottle Shot. Was war das? Keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Ich werde hier, glaube ich, den allseits bekannten, super beliebten
Digga, benutzen. Tut es eigentlich immer noch weh, wenn ich das sage? Nee, ja. Echt? Oh, dann ist Benny oh! Alter! Junge, Junge, Junge! Das war der beste Digger, den ich jemals geschossen habe. Das war's. Junge, Lars, du musst zugeben. Hast du gesehen, wie der geflogen ist? Das war wirklich Freihand, ey. Boah, GG, Junge, GG. Roman. Dankeschön, mein Name ist Aerosol HD. Sucht mich auf YouTube, dort bin ich bekannt. YouTube/. Bis in der nächsten Runde. Alles klar, im Torpedo-Trauma geht's jetzt. Lars, was eine coole Position du da unten hast. Also, muss schon sagen, könnte möglicherweise sehr gemütlich. Warum bin ich hier unten? Hallo? Hallo? Lars, ich schlag dir einfach mal vor, renn, solange du noch kannst, weil... Roman, nicht schlagen. Es kommt nämlich der bunte, allseits bekannte Rainbow zu mir. Warte, ich versuch mal, was, aber ich glaube, der trifft eh nicht. Ah, doch! Boah, Junge, ey, Alter, der hat überhaupt nicht getroffen. Cool. Ja, also du hast halt wirklich... Getrefft. Ja, fast getroffen hätte er schon, ne? Aber, ey, ich habe eigentlich die perfekte Position, um einfach mal ein bisschen näher zu dir zu kommen und dir einfach mal meine Meinung zu geigen, warte. Und zwar richtig... Hä, du kannst Geige spielen, Roman? Das wusste ich gar nicht. Ja, und zwar die hier. Alter, der hat wehgetan. Triple Glockschuss und du tötest dich, glaube ich, selber. Ist es ein Helikopter gewesen? Oh ja! Oh, Lars, hast dich heute mal wieder angestrengt. Komm, wir ändern mal hier die Situation. Ich glaube, ich gönne mir jetzt einfach mal ganz gediegen, ganz gechillt den... Oh, habe ich hier zufällig... Nee, Roman, den triffst du nicht, den triffst du nicht. Wenn du den triffst, Roman, dann... Nein, ich esse keinen Besen. Dann esse ich keinen Besen, Traust du dich nicht zu sagen, dass du den Besen isst? Okay, warte, ich glaube, ich nehme... Yeah! Oh, yo, Lars, ey, du hast ihn... Hä, wohin wurdest du teleportiert? Einfach einen Meter weiter. Jo, hat sich ja sehr viel für dich gelohnt, ey. Richtig. Oh, Lars, blöde Situation. Weißt du warum? Weil du so viele Krater um dich herum hast. Weißt du, was das ist? Das ist so das Perfekte, um dort einen richtig schönen gewieften Dings. Airstrike reinzuballern. Alter, hast du da jetzt dicke Kuhlen drin. Weißt du, was das für dich bedeutet, Lars? Weißt du das? Mama, können Sie mir das sagen, liebe Mama? Das bedeutet dir ein wunderschöner Counter 3000 direkt ins Gesicht, würde ich mal sagen. Ich habe den Static getroffen. Alter, Roman, du machst mich hier gerade schon wieder komplett... Du stanzt mich hier förmlich in den Boden. Alter, ich hole dich wieder raus, kein Problem. Danke, Bro. Aber weißt du wie? Ich baue dich da einfach raus. Boom. Der allseits Bekannte hat getroffen. Junge, das wird so wehtun, ey. Aua. Da fällt sogar eine Münze aus dir raus. So, Junge, ich habe dir 66 Damage gemacht. Du bist so ein richtig böses Kind auf dem Schulhof, weißt du, der mir das Pausengeld geklaut hat. Das ist der eine, von dem du mir mal erzählt hast. Ah ja, genau. Genau, Lars, es ist vorbei. Es tut mir leid. Weißt du, wie es ist eben nicht vorbei. Ich hab dich mit der splittet. Es tut mir leid, Lars. Es ging so schnell. Es tut mir doch so leid. Und es tut alles mir klar. So. Neue wir spielen Runde, auf der neues Map. Glück, Roman. Haben wir die Map jemals gespielt? Die sieht ich richtig komisch aus. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, ja. Hoppala, ich bin hier. Oh man, ich hab einen Helicopter Strike und einen Ringer. Wir sind hier auf eine random Map gegangen. Wieso kann ich mich jetzt gerade nicht bewegen? Ist voll dumm. Ich weiß Achso, Shot nicht. Only ist das. Ach, Shoot Only. Shoot Only. Boah. Weißt du, was ich einfach versuche? Ich versuche einfach, einen Sniper-Schuss zu landen, ne? Ohne viel nachzudenken, sondern einfach treffen. Du wirst nicht treffen. Roman, wenn du triffst, dann fress ich einen Besen. Dieses Mal esse ich einen Besen. Er hat's gesagt, er hat's gesagt. Er frisst den Besen mit Video... Alter, bisschen weiter nach rechts. Und dann hätte er einfach getroffen. Junge, ey, der erste Sniper-Schuss ist richtig cool. Wenn der erste Sniper trifft, dann ist der andere ein Besen. Dann ist der andere ein Besen. Das ist ein Deal. Okay, das ist ein Deal. So, ab jetzt steht dieser Deal immer. Jedes Match, wenn man da einen Sniper-Schuss hat und mit dem die erste Runde sofort trifft, dann ist der andere ein Besen mit. Das ist richtig reingeschisselt. Oh. Meiner hat, glaube ich, getroffen. Ja. Ja, trifft. Nice one. 44 Damage. Nice shot. Dude, 44 Damage tut schon. Ich muss mal aufhören, hier immer so irgendwelche Faxen vor der Gesichtskamera zu machen. Larsi, Harsi, Sparsi. Es tut mir wirklich leid. Larsi, Harsi, Sparsi. Ich glaube, die Flower, die jetzt auf sie zukommt, wird a little bit wehtun. Junge, der Bounce Blood. Boah, 60 Damage habe ich mit der Flower gemacht. Boah, Lars, tut mir wirklich leid. Es tut mir so leid. Aber es wird Zeit. Es tut mir so leid. Ich glaube, ich könnte hier theoretischerweise richtig gut einsacken mit Banane. Mit dem Banana Split.
Ich weiß jetzt nicht, wie du dich da aus dieser Lage jetzt befreien möchtest, Lars. Aber ich glaube, es sieht wieder mal sehr schlecht für sie aus. Herr Lars. Was habe ich getan? Gewiefter Schuss, Herr Lars. Super haben sie das gemacht, aber da kommt die Banane. Junge! Ey, du hast jetzt den vollen Schaden von der Banane genutzt. Ja, den absoluten vollen. Gerade eben ist es wirklich richtig krass. Vielleicht schaffe ich sogar jetzt, also ich versuche dich jetzt einfach mal umzubringen, okay? Geil. Was soll man denn da machen, Lars? Warte, ich schieße jetzt mal einen Sniper auf gut Glück. Wenn der trifft, fräse ich eine Bese. Versprochen. Oh, oh, oh. Trifft nicht, aber dafür meine Granaten. Boop. Oh, oh. Puh. Oh, das Junge, war's. Ey. Junge. Oh, das war's. Alter, Lars, da trifft jede einzelne... Ich habe bisher diese Runde, habe ich jeden einzelnen Schuss vollkommen getroffen. Getrefft. Richtig krass. Richtig getrefft. Falls ihr die nächste Deutscharbeit schreibt, ja, dann denkt an Lars, wie er von mir, ja, richtig krass getroffen wird in Shellshock. Und falls euer Lehrer fragt, hey, Markus, wo... Oh, Junge, ich habe eine neue Attacke bekommen. Area Strike. Und falls der Lehrer fragt, hey, woher kennst du denn das Wort... Getrefft, sagt ihr einfach, www.youtube.com. Und dann wissen die Lehrer Bescheid. So. Wir sind hier zurück. Lalalala. So, also Roman, bist du ready? Spaghetti. Ich habe gerade eben noch mal meinen Siegesschluck genommen, weil ich mir nämlich recht sicher bin. Trinkst du Lidl-Wasser? Ja, natürlich. Weil in Kombination mit dem allseits Bekannten, ne? Wurde in den Legenden versprochen, dass der hundertprozentige Schuss immer garantiert ist mit Lidl-Wasser. Ja, 10. Aber der allseits Bekannte zieht 20. Ja, mit dem allseits Bekannte. Der ist ja schon nicht schlecht, ne? Aber Lars, es tut mir ja leid, aber das sieht nach einem bösen Spektakel aus, mit dem ich sie... Boah, Junge, die Double-Dings! Junge, ich hatte 75 Damage mit der Flower gemacht. Puh! Ach, Lausi, Hasi, Spasi, da kommt was Böses auf sich zu. Es tut mir ja leid, aber... Ich komme jetzt mal einen Ticken näher, Roman, damit ich dir auch schön Schmerzen hinzufügen kann. Warte. I think my horizon will horize you. Boy, I think Junge. Horizon will make holidays in Dubai. Das ist so dumm. Es ist aber so dumm. Einfach so komplett Banane. Hast du eine Banane? Banane? Ich möchte gerne meinen Mini-Pinger treffen. Ich hab den noch nie getroffen. Mal gucken, was der überhaupt macht, wenn der überhaupt trifft. Junge, was war das? Ich hab dich einfach volle Kanone mit dem Mini-Tinger getroffen. Er hat aber nichts gemacht. Junge, Junge, Junge. Weißt du, was das heißt? Oh, das heißt, Lars, du stehst perfekt. Du stehst wirklich perfekt. Könnte das funktionieren? In meiner Folge, das erste Mal, ist es möglich, den legendären Pinpoint... Mist. Leider nicht. Ey, das den war Pinpoint, wieder ein Pixel, stimmt, gell? Den Pinpoint habe ich bei mir in der Folge gehabt, Leute. Alter, der Pinpoint, ey. Das hat Lars seine ganze Folge gemacht. Ich glaube, du siehst sogar den Titel, gell? Der unglaubliche Schuss getroffen oder sowas. Ja, Mann, der unmögliche Schuss war das. Puh! Oh, der Pixel! Junge, du hast einfach volle Kanone getroffen. Jetzt. Was Alter, Lars, war das? Du tust mir so leid. Habe ich einen Deadweight? Nee. Ey, Junge, du bist einfach so schön in dieser Kuhle da drin, sodass ich da glatt, ganz gewieft, meine saubere Schlange reinschieße. Und ich schieße dich mit dem... Oh. Alter, was ist heute mit mir los, ey? Ich rasiere hier einen nach dem anderen. Ich nenne die Folge einfach, ich rasiere Lars und werde dich so mit einer Glatze einfach ins Thumbnail reinpacken. Ist es ein Deal, Leute? Falls ich das gemacht habe, könnt ihr ja gerne den Daumen oben da lassen. Falls es euch gefallen hat, einfach einen Daumen oben da lassen. Und geht immer schön weiterhin auf www.youtube.com/arazul.de.